Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren illustren Runde Formel 1. Und wir sind hier im Qualifying von dem neuen Circuit oder dem neuen Layout von Barcelona. Barcelona, Digga, was ist denn los? Von Australien. Hallo Kev. Wir haben auch ein bisschen die Fahrzeuglackierung geändert. Wir haben jetzt immer noch dieses schöne Gelb, dieses Limettengelb, und haben jetzt mattes Orange anstatt auch so ein glänzendes Orange. Kommst du von Australien zu Barcelona? Ich weiß auch nicht. Zehnter! Ich war gerade noch auf 17. Wie habe ich das denn gemacht? So, da sind wir auch schon beim Start. Und jetzt hoffe ich, dass das jetzt hier klappt. War nicht optimal. Ricardo hat den besseren, kam aber nicht vorbei. Boah, Alter, was zum Teufel. Okay, auf 10 gehalten. Uiuiui, Bottas hat sich verbremst. Das hat uns den Platz gekostet. Das hat Alonso direkt genutzt. So, im letzten Rennen haben wir richtig Schwein gehabt. Letzten Rennen haben wir richtig Schwein gehabt mit den Punkten dann noch. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da vielleicht Anschluss finden. So, neue Lackierung gibt es auch. Wir haben jetzt wunderschönes mattes Orange drin. Uiuiui, da kam der Arsch nochmal. Die setzen sich ab, verdammt. Oh ja, das war... Uiuiui. Ein bisschen viel, wollte ich sagen. Schade, dass hier jetzt keine DRS-Zone ist. Das wäre zu geil gewesen. Boah, verdammt. Scheiße. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Ja, das ist normal. Ja.
Infos zu Schumacher. Er hat eine Art mechanisches Problem. Okay. Das ist gut. Dann ist er schon mal weg. Also in dem Sinne gut. Ah, oh, fuck, ein bisschen in die Wiese gekommen. Ich denke da immer an die andere Schikane die ganze Zeit. Schauen, ob wir irgendwie wieder rankommen. Weil da ist natürlich jetzt eine Vierergruppe. Und wenn wir da reinkommen, dann wäre das natürlich optimal. Das war sehr gut. Hohohoho. Das war nicht so gut. Da habe ich noch nicht genug Glück hier mit dem Auto irgendwie. Hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt für dich offen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 10,1 Sekunden. Das wäre es fast gewesen gerade. Jetzt hätte ich die Kiste gerade fast weggeschmissen. Boah. Und da merkst du halt, das Ding hat keinen Topspeed. Ui. Mal einen Overcut. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Genau deswegen. Zwar nämlich mit DRS können wir gut wegfahren.
Und dann ist nicht so viel los in der Box. So Schiss darüber zu fahren wegen dem Unterboden, dass wir da nicht mit irgendeinem Strömungsabriss kriegen und dann sitzt. Tschüss. Hohohoho. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Hab ich so Schiss, immer zu schnell reinzufahren. Da verliere ich richtig Zeit. Okay, jetzt mal einen Schluck trinken. Uff. Komm schon. Nee, das hat lang gedauert. 2,7. Sei gut zu diesem Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung. Magnussen? Oh ja. Overcut hat funktioniert. Und Berührung mit Gasly. Das wäre fast in die Hose gegangen gerade. Der hat sich schon verbremst. Also wir haben eine Position gut gemacht mit unserem Over... Nee, zwei, ne? Zwei Positionen haben wir gut gemacht. Ah, nee, eine. Wir sind jetzt auf 10. Wir waren auf 11, oder? Aber komm, das hat funktioniert. Das hat geklappt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir an Alonso rankommen. Dann könnten wir sogar noch mehr rausholen, eventuell. Aber Bottas ist auf Harte. Der wird uns jetzt nicht wirklich gefährlich, wahrscheinlich. Außer mit dem Highspeed. Auf den langen Strecken, also auf den langen Streckenteilen, lang geraden mit DRS, da wird er halt kommen. Aber jetzt gucken wir, dass wir ihn aus der DRS-Zone rauskriegen. Verschalten, sehr schön. Jetzt haben wir raus aus der DRS-Zone. Und der wird sich wieder ransaugen. Nein! Ganz knapp kriegt der DRS. Ups.
Jetzt haben wir DRS. Komm schon. Ja. Sehr gut. Da müssen wir uns jetzt halten. Boah, gut, dass wir so nah rangekommen sind jetzt. Voilà. Fette Divebomb gegen Alonso. Gut gemacht. Damit liegst du einen Platz weiter vorn. Aber ist gut gegangen. Ist das raus, okay? Hohoho. Jetzt muss ich die Karre wegschmeißen, ey. Boah, da wird mir echt warm. Junge, Junge. Zum Auto vor dir beträgt 3,2 Sekunden. Jetzt nur gucken, dass wir vorne bleiben. Weil achter Platz wäre natürlich oberste Soße. Ah, da ist der Norris. Gut, hier ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Ja, ich verreck, Leute, ich verreck. Oh, Gasly hat sich verbremst und Alonso bleibt deswegen sogar noch dahinter. Das heißt, da habe ich jetzt richtig Zeit rausgeholt. Wenn ich jetzt hier nicht rausgefahren wäre, ui, was ist denn los hier?
Ja, wenn ihr übrigens mehr so Action sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal ein Like da lassen und ein Abo auf YouTube. Und auf Twitch gibt es jeden Abend Streams. Und am Wochenende auch tagsüber. Natürlich nicht nur, also nicht nur am Abend. Der Link ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Und ich muss hier nur noch eine Runde aushalten, dann bin ich frei. Die Kurve mag ich sehr hier jetzt. Die ist richtig schön smooth. So. Geil, Daisy. Richtig schön. Nur nicht vom Hund ablenken lassen jetzt. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ui, verbremst. Er hat natürlich jetzt DRS gekriegt. Ach du heilige Maria Mutter. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt. Boah, Berührung, Berührung mit Alonso und Alonso mit Gasly. Wow, was eine letzte Runde direkt hier eingeleitet. Eingelitten. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,4 Sekunden. Ich habe da trotzdem immer mal wieder die alte Schikane im Kopf. Und zugemacht innen. Schön rausgedrängt. Das war schön gewollt so. Alles gut. Ordentlich Linie verteidigt. Da hätte er mal zwei Runden früher anfangen müssen mit angreifen. Und das war's. Wir haben das Ding hingekriegt mit dem achten Platz, Alter. Wahnsinn. What the fuck? What the fuck? Der Wahnsinn. Da kann man mal klatschen. Boah. Nicht schlecht. Ein weiterer grandioser großer Preis von auf. Wieder Punkte. Wieder Punkte. Das zweite Mal hintereinander. Erste Rennen richtig reingeschissen. Und die zwei Rennen jetzt. Die waren richtig gut. Richtig gute Rennen. Schauen wir uns das mal an hier. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hoch wieder Vorletzter sein, denn er macht weiter also wieder Letzter. An der Spitze der Rangliste Boden gut. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Sebastian Vettel ist definitiv meine erste Wahl. Er hat heute einige der Fahrer auf der Strecke vorgeführt und er hat keine Spur von Müdigkeit gezeigt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So sieht's aus. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Formel 1 2022. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ciao.